Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 Walkaround. So, wir hatten ja eben den taktischen Marinehelm in der letzten Folge gekriegt, gegen Ende. Und ja, das war jetzt eigentlich ein super Glücksfall. Den kann man durch zweierlei Arten bekommen. Entweder man findet den Bauplan oder man lernt ihn durch das Verwerten. Verwerten hat aber nur eine 75er Chance, den Bauplan zu erlernen. Dennoch habe ich mir jetzt gedacht, okay, gut, jetzt können wir ja so ein bisschen Geld rausholen. So, ich befinde mich jetzt hier in der White Spring Mall. Also sprich da, wo ich eigentlich auch hin will. Hab jetzt hier mal ein bisschen schon verkauft, was ich jetzt sowieso nicht brauche. Also aufbereitetes Wasser und ähnlichem. Und jetzt gönne ich mir jetzt nochmal, weil er hat noch ein paar restliche Kronkorken drin. Achso, halt. Ich habe natürlich den Meisterhändler drin und Super Duper schon mal reingenommen. Ne? Nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. So, und ich möchte mir jetzt einmal Notizen... Das Gleisgewehr kaufen. Kostet jetzt noch 1555. Kann ich mir somit eigentlich ganz gut leisten. Und damit fülle ich ja jetzt quasi hier so ein paar Kronkorken wieder auf. So, denn lernen wir natürlich auch gleich den Bauplan für das Gleisgewehr. Denn ich möchte für mein Gleisgewehr ja noch den einen oder anderen Mod haben. So, jetzt machen wir es aber wie folgt. Jetzt habe ich da ja wieder Kronkorken drinne. Und es gibt halt eine relativ leichte Methode. Ne, das ist Helme, war das? So. Mit dem taktischen Marinehelm. Weil der hat einen sehr hohen Grundwert. Das heißt, das meiste, was man dafür braucht, ist halt, ja, Gummi. Dreimal. Braucht man aber an und für sich halt auch nicht so häufig. Und jetzt kann ich mir einfach mal, sagen wir mal, 10 Stück. Wir wollen es ja jetzt nicht in die Länge treiben. Also sprich, 10 Glas, 10 Plastik, 30 Gummi. Einmal kurz mit Super Duper hergestellt. Jetzt habe ich ein paar mehr gekriegt und jetzt kann ich hier zum Bot gehen. Und dementsprechend diese Marinehelme jetzt für 28 Kronkorken verkaufen. So. Damit kann man halt relativ schnell nochmal ein bisschen Kleingeld machen, wenn man jetzt zum Beispiel zu viel Schrott hat. So kann man nämlich aus dem Schrott auch nochmal Geld machen. Jetzt sind wir schon wieder bei 38, das heißt im Bauplan, den Rest haben wir ja schon fast wieder richtig drin. Gut, aber wir sind ja nicht nur hier, um jetzt irgendwie was anderes zu kriegen, sondern wir haben ja jetzt das Gleisgewehr. Und beim Gleisgewehr möchte ich ja noch ein, zwei Mods haben. Es gibt viele Theorien, man kann sagen, ja, mach hier, was weiß ich nicht, Level 50, hast du mehr Chancen und Co. oder 40 oder 30 oder mach noch eine Mod drauf oder so. Ist eigentlich vollkommen irrelevant. Man kann es auch einfach verwerten und gut ist. So, das wird mich jetzt aber gleich meinen letzten Kleber kosten, sehe ich gerade. Dementsprechend werde ich vorher nochmal eine Waffenreparatur durchführen für mein jetziges Gleisgewehr und mein Kampfgewehr, damit sie voll sind und auch eine Weile voll bleiben. So, das heißt jetzt hier einmal Waffenkunde umwechseln. Wir brauchen wieder den Waffenschmied. So, und dann einmal mechanische Waffen. Ein Gleisgewehr, wir stellen 30er her. Wie gesagt, einmal kriege ich nur noch hin, weil mir gehen jetzt gerade Kleber und Schrauben gehen auch aus. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Na gut, vielleicht haben wir ja Glück, vielleicht haben wir auch Pech. Mal gucken. Sind zwei Gleisgewehre. Zielfernrohr. Langreichweiten Zielfernrohr. Ja, leider kein verlängerter Lauf. Das Gleisgewehr an sich hat ja ein paar Dinger. So, bei 4 von 14. Ist halt noch relativ. Kolben fehlt noch und langer Lauf fehlt noch. Na gut, wir haben Nachtsicht, lange Reichweite, deswegen reicht das. Hoffe, dass ich nicht die Mündungsbremse kriege. Gut, dann wechseln wir hier jetzt wieder aus. Hier mache ich wieder inspirierend rein. Hier wieder blutigen Tod. Und dann können wir weitermachen. Ach nee, komm, wir könnten eigentlich nochmal... Und machen wir, wenn wir heute raushauen, Schrott, dann hauen wir richtig raus. Hm? Machen wir es mal so. Nehmen wir kurz Tuhaika raus. Machen wir hier kurz den Munitionsschmied. Und dann stellen wir nochmal Munition her. Was wir jetzt da haben. Das heißt, hier haben wir jetzt noch... Munition, da.
Ja, 50 Schießpulver haben wir noch. Das heißt, ich mache noch mal ein paar 45er. Zack, bitteschön. Und dann machen wir noch mal ein paar Gleisbolzen. Ja, das wären zu viele. Wir haben immer noch zu viel Stahl in der Kiste. So. Zack. Jetzt haben wir fast 500 Stahl noch drin. Das passt wunderbar. Das heißt, bis wir das alles verschossen haben, sind die Waffen sowieso wieder kaputt. Und wir müssen sowieso wieder gucken, dass wir Neuzeug reinkriegen. Gut. Ja, 600 Schuss. Und hier können wir auch schon nicht mehr sehen. Sind wir auch schon bei 6000. Das geht jetzt auch ein bisschen ins Gewicht, weil das Gesamtgewicht beträgt jetzt von den ganzen Gleisbolzen. Sind wie gesagt schon relativ viele. Ah, 13, es geht noch, es geht noch, es ist noch im Norm. Aber ich habe gerade gesehen, ich habe schon wieder andere Sachen drin, die ich gerne mal noch ablegen möchte. Das da noch rein, ja. Und die 13 Raketen? 100 Raketen in der Kiste, ey, das ist Wahnsinn. Gut, der Rest wird ja noch minimiert. Das ist am Mann besser. Gut, dann gehen wir jetzt einmal kurz Voltec Universität. Denn wir brauchen die Information, was wir jetzt sammeln müssen von der Brandbestie. Und wir werden definitiv gegen Brandbestien antreten müssen. Dementsprechend, ja, ist Munition jetzt over the top. Und das freizuschalten, um es am Ende nochmal mit abzugeben, hilft somit ungemein mehr. So. Aber jetzt erstmal schnell hin da. Wie gesagt, mit langem Lauf würden wir dann halt auf der Distanz halt noch ein bisschen mehr Schaden machen. Das ganze Ding würde sich ein bisschen besser stabilisieren. Aber gut, wollt halt nicht. Müssen halt mal gucken, dass wir demnächst wieder Schrauben machen. Um Gottes Willen. Ja, Wendigo Koloss, ich komme bald zu dir da. So. Drei Sterne. Haben wir hier jetzt schon wieder? Ich droppe heute nur Raider. Ich habe doch schon Waffen und ähnliches bekommen. Warum droppe ich denn nur Raider? Das ist schlimm. So, jetzt müssen wir hier aber erstmal ein paar Kuhle wegschießen. Weil sonst kommen sie mir gleich auf den Kopf. Das heißt, ich renne jetzt nochmal einmal nach oben, damit wir dann da unten wirklich in Ruhe sind. Die Studentenghule wieder erschießen. Ah, vergiss es. Das ist ein Problem, wenn man Nahkämpfer ist, wa? Gut, jetzt haben wir alle. Jetzt kann ich auch nach unten gehen. Weil die rennen gerne mal noch von oben direkt nach unten. Und das ist dann nervig. So, automatisches Forschungsterminal. Den Code eingeben. Warnung, Warnung, Warnung. Energiebedarf der automatisierten Ausrüstung ist für Testsequenz ARP-001 übersteigt. Die zugewiesenen Ressourcen. Automatischen Test durchführen. Energie nicht auszureichen für automatische Zentrifuge. Lösung. Reichen Sie eine ausgefüllte Formular für Notfallenergiezuweisungen 13910-B bei DK für Volt Ressourcen ein. Lassen Sie sich sponsern, um an der vierteljährlichen Sitzung des Rats für Ressourcenzuweisung teilzunehmen. In Notfallsituationen können sich Studenten auch direkt an der Energieanlage wenden. Okay. Gut. Ja, jetzt sollen wir das einmal aktivieren. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen mehr Energie schaffen. Das ist ja hier drüben gleich. Da haben wir auch den Reaktorschlüssel. Das war ja hier, wo, ne, wir unseren Test absolviert haben. Und da ist das Terminal. Müssen wir sogar noch hacken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Glück ist es jetzt nicht so schlimm. Gut, wir brauchen wieder eine Hintertür. Beim Raten wieder versagt.
Hier haben wir eins. Okay, gut. Und da haben wir's. Energie zum automatischen Forschungslabor zuweisen. Energie umgeleitet. Angepasste Warnung. Bryant, der Dekan wird dich grillen, wenn du das ohne 10B machst. Ich meine es ernst. Ja, dann soll er mich mal grillen. So. Gut, dann wollen wir hier wieder raus. Und hier wieder hin. Und dann wieder den Code eingeben, automatischen Test durchführen. Beschaffe geeignete Brandbestien-DNS. Genau. So, jetzt haben wir alles schon mal für diese Daily vorbereitet. Das muss man nur ein einziges Mal machen. Dementsprechend, wenn dann tägliche das Herz des Feindes kommt, braucht ihr nur noch eine Brandbestie, müsst hierher laufen und hier einmal es in die Zentrifuge legen, dann ans Terminal gehen, das Ganze einmal bestätigen und dann ist fertig. Dann habt ihr die tägliche fertig. So, hier nehmen wir uns jetzt aber immer noch mal das Gewicht mit. Weil ist Blei und so. Und Blei kann man eigentlich immer mitnehmen. Das ist nicht schlimm, wenn man das mal ein bisschen zu viel in der Kiste hat. Man muss ab und zu auch mal Munition machen. So nicht viel, aber gut. Es sei denn, man spielt die ganze Zeit nur mit einem Gleisgewehr. Dann braucht man das natürlich nicht. Gut, dann wollen wir nochmal jetzt gucken, dass wir in den Sendebereich reinkommen. Ja, der Ruby, der will jetzt halt noch ein bisschen was. Aber den ignorieren wir jetzt einfach. Und dann gucke ich mal, ob das jetzt mit dem Gleisgewehr jetzt so eine geile Idee ist, Brandbestien zu jagen. Oder ob wir doch das Kampfgewehr brauchen. Aber werden wir ja gleich sehen. Jetzt düsen wir erstmal dicke los. Und holen uns jetzt die einzelnen Sender. So, wir können jetzt das Radio, da wir ja schon drin sind, auf den Bruderschaft-Notfall-Transponder stellen. Und dementsprechend uns jetzt ich bin wieder fasziniert, dass dieser Bug wieder drin ist. Können wir uns jetzt sozusagen entweder nähern. Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher der erste von den ganzen Dingern war. Das war der hier, ne? Der als allererstes war. Ja. Hoppala. So, hier haben wir den ersten. Deswegen machen wir jetzt einmal... Na, noch irgendwas hier? Gang gerade so. So. Ritter Moreno hier. Moreno an Defiance. Kommen. Ich empfange dich, Moreno. Alles sieht gut aus, Gelehrter. Das Scan-Modul hat funktioniert, wie du es gesagt hast. Hat die Verbrannten in den Wahnsinn getrieben. Aber die Miniguns haben sie zerlegt. Einige der Brandbestien, Bravos, geben allerdings Deckung aus der Luft. Hast du die Endzone gefunden? Negativ. Das Modul hat neue Koordinaten tiefer im Sumpf ausgespuckt. Der Transponder läuft. Bringe ihn schnellstens zur nächsten Position. Viel Glück, Johnny. So, auf zum nächsten. Bin ja schon mal losgelaufen, weil der nächste ist Invatoga. Und Invatoga haben wir eigentlich, ja, nicht zu befürchten. Und da kommen wir schon zum nächsten Transponder-Signal. Einmal synchronisieren. Gut. Könnte die Endzone sein, ja?
Dann wollen wir mal weiter. Kommen wir nämlich schon zum nächsten hier. Und hier sollte man jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, weil hier ist ein Random Spot. Na, jetzt gib mir doch mal bitte die Kampfsperre. Und du bist wirklich taub, kleiner Ruby. So, nehmen wir das hier mal kurz mit. Kann jetzt halt auch ein Wachbot hätte hier sein können. Es hätte ja auch ein Aggressotron sein können. Eine Meilö-Königin. Hier spawnt eigentlich alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Hätten auch nur Supermutanten sein können. Weiß man vorher halt immer nicht. Dementsprechend bin ich jetzt vorsichtig gewesen. Weil eine Königin wäre jetzt schon nicht so cool gewesen. Und da haben wir auch gleich unsere ersten legendäre Brandbestie. Mal gucken, kommen wir nah genug ran? Darf er nicht vergessen. Brandbestie machen auch immer noch ein bisschen Strahlung. So. Na gut, das sind Obis. Du willst dich jetzt auch noch vor mir hinsetzen. Na, warte. Bei dem Schrein der Brandbestie bedenkt immer bitte, wenn ihr in Powerrüstung seid, das zieht mittlerweile übelst Powerrüstungsenergie. Weil man keine Schadensresistenz hat oder Strahlungsschutz. Weil man sieht, bei mir geht der Strahlungszähler schon immer weiter höher. Ja, dann verglüht die Einheit förmlich. So. Aber ein bisschen Red Away habe ich ja da. Das ist ja nicht das Ding. Aggressotron haben wir auch noch da, na denn? Gut, sie hat mich aus den Augen verloren. Weglaufen. Gut. Ja, das war wieder so eine Protektron-Wache. So. Und gut, dass wir uns viel Munition mitgenommen haben. So, aber ich will die Brandbässe jetzt trotzdem haben, weil sie legendär ist. Nur deswegen. Ja, da kommt der Pupsangriff. Ja, nochmal zu diesem Pupsangriff. Sollten Lebewesen getroffen werden davon, dann können sie sich infizieren. Also sowas wie Königin oder ähnliches wird dann halt auch mal verbrannt und hilft dann halt auch dementsprechend dem Verbrannten. Ja, jetzt nehme ich das hier nochmal kurz mit. Wo ist er denn? Das hat sich schon wieder unsichtbar gemacht. Dafür habe ich das falsche Gewehr. Na, wer sieht mich jetzt hier zuerst? Sag mir nicht, dass du jetzt hier unten durchlasern kannst. Was ist er denn? Au, 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 au. Ja, du tust weh. Ah, verdammt. Ah, ja. Ich hab noch keine Rüstung. Gut, aber hätte ich mir das Stimpack jetzt so sparen können. So, wo bist du jetzt? Das nehme ich mal wieder mit. Der denn Kultisten? Na ja, gut. Ich bereue nichts. Wir ziehen uns jetzt hier alles rein, was nicht irgendwie bei 3 auf dem Baum ist. So habe ich das Gefühl gerade. Und alle gegen mich. So. Nehmen wir uns alles mal kurz mit. Hier unten ist schön Action. So, jetzt bist du auch endlich mal platt. Jetzt ist hoffentlich auch endlich mal Ruhe.
Fanatikers Ultrazit Gatling Laser. Mhm. Dann haben wir hier noch ein Blut. Achso, das ist ja der Blutadler, der sowieso dahin gehört. So weit bin ich jetzt schon wieder gelaufen. Bis zu den Meyerlurks rüber. Na denn. Können wir ja hier nochmal kurz mitnehmen. Die wollte sich Unterstützung holen. So sieht's aus. Gut, sonst kriegt ihr nicht. Ja, jetzt. Sunfield ist auch voll. Jetzt können wir wieder zurück und uns jetzt den nächsten holen. Weil jetzt sind wir schon dreimal dran vorbeigelaufen. Was man nicht alles tut, wenn man einen legendären Brandbestie hat. Aber gut, Brandbestien geben eigentlich immer auch sehr viel Erfahrungspunkte. Und dementsprechend macht man auch öfters mal eine Brandbestienrunde. Nur gegen Aggressodrohne habe ich noch nichts auszusetzen. Oder noch nicht viel zu machen. So, dann können wir hier gleich nochmal gucken. Kampfgewehr, Schaufel, Nuka-Cola. Ja, nehmen wir einmal alles mit. Gut. Outfit hier. Ah, Munitionstasche, wunderbar. Ballistische Fasern sind schon mal ein bisschen gesprenkelt hier. Die werden wir später brauchen, wenn wir auf normale Rüstung übergehen. Da werden wir sie häufiger mal brauchen. Gut. Der Boy nehme ich auch nochmal mit. Jetzt können wir mal kurz verwerten hier. Das Gepiepe geht mir langsam auf den Nerv. Das heißt, wir müssen mal zusehen hier. Hey, sogar noch was gelernt. Gehärtet. Gehärtet gelernt. So, hier haben wir den nächsten. Synchronisieren. Ritter Moreno an Defiance. Moreno an Defiance. Die Verbrannten müssen einen der Transponder erwischt haben. Alpha Solo 13. Endzone negativ. So. Dein Modul ist ein echter Leckerbissen, Grant. Neue Koordinaten sind... Echo Lambda 7. Überall Bravos. Wir schaffen es bis zur Endzone. Gut, ich nehme mir jetzt hier noch ein bisschen Ultrazit mit. Das findet man nämlich immer an Rissstandorten. Schade, dass die Yaogweis und so weiter immer noch leer sind oder für immer leer bleiben. Man sollte aber bedenken, man kriegt ja auch ein bisschen Strahlung und ab und an kriegt man sogar nochmal einen Respawn von Verbrannten, auch wenn sie das mal rausgefixt haben und dann wieder drinne war und dann wieder rausgefixt und Co. Stellt euch darauf ein, dass es ab und zu mal vorkommen kann, dass da Verbrannte irgendwie spawnen. So, jetzt muss ich aber erstmal wieder von der Strahlung entfernen. Mich wieder voll machen. So, kommen wir gleich zum nächsten guten Punkt. Dann haben wir nämlich hier, den nächsten Random Spot. Der ist jetzt hier auf dem Feld. Den nehme ich jetzt mal kurz weg. Nicht, dass die Brandbeste jetzt hier wieder wegflitzt und mir dann sagt, okay, hey. Ja? Kann auch nämlich mal eine Todeskralle sein oder so. Und das kann dann ganz böse in die Hose gehen. So, jetzt sind wir schon fast da. Hier haben wir nochmal Rüstung. Können wir nochmal kaputt machen. Und dann auf zum nächsten. Der halt auch häufig abgespielt wird. So. Ja, möge Gott uns beistehen. Dann wollen wir mal gleich reinhüpfen in die Höhle. In die allererste Verbrannten-Höhle. Die man auch mal als Level-Spot missbrauchen konnte. Mittlerweile ist das halt auch eher so lala geworden. Ne?
Ich treffe dich einfach nicht, du bist zu weit weg. Für die Verbrannten bin ich gerade zu laut. Dich konnte ich wenigstens zwei, dreimal treffen. Immerhin. So. Na, da hat mir das Level Up aber jetzt ordentlich Stimpak-Kosten verbraucht. Na komm, lad nach. Und du hör auf, mir hinterher zu laufen, ja. Ah, du bist aber wenigstens nicht legendär, dementsprechend ein bisschen einfacher. So. Da hat mich die Granate erwischt und alles andere. Ja, ohne anständige dicke Rüstung ist das halt noch ein bisschen schwierig. Vielleicht sollte ich doch mal das Kampfgewehr eher nutzen und mit Schalldämpfer versuchen. Dann ist es auch ein bisschen einfacher, weil ich habe halt noch nicht feuerfest drin. Ja, danke, dass du mich gleich aufdeckst, Nase. Das sollte jetzt nicht so schnell gehen, bitte. 2 Kilometer Entfernung. Die guten Sniper hier. Na, der nächste Nahkämpfer, der mich hat. Ah, da kommen wir. Oh, die habe ich ja noch vergessen hier. So. Wartet ab, bis ich wieder im Tarnmodus bin. Dann ist es für euch nicht mehr so einfach. So. Mal anpieksen. Das ist halt Wahnsinn, was dieses Geschrei abzieht, wenn man noch keine Resistenzen hat. So, komm. Immer schöne Random-Treffer hier. Wer nicht mehr so viel Schaden von den ganzen Geschrei haben möchte, der sollte sich feuerfest reinziehen. Und man sieht ja, was das hier reinbringt und wie oft die halt auch mal schreien. Damit könnt ihr das enorm steil reduzieren, was ihr an Schaden bekommt. Dann ist es halt nicht mehr allzu viel. Das ist immer noch nicht ohne. So, ich muss jetzt erstmal AP laden. Bleib mal kurz sitzen. Das sind halt Angriffe. Wahnsinn. Du bist mehr Stimpaks als alles andere. So, jetzt komm. Setz dich mal runter. Genau. Und dann haut sie auch gleich wieder ab. Warum denn? Ich hab noch nicht so viel AP und meine Regeneration ist noch zum Kotzen. Die möchte sich jetzt feiern lassen. Na gut, ich hole mir mal kurz meine Beute wieder. Sie abgehauen. Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Ich will da hinten unten in die Höhle rein und nicht, dass du jetzt hier abhaust. Das ist wirklich ihr Ernst. Die haut jetzt wirklich nochmal zum Primeriss durch ab. Ja, ich habe hier noch Verbrannte irgendwo. Gut, nimm mal gleich mit. Im Leveln schadet ihr ja nicht. Jetzt aber nochmal zackig hier. Na ja, komm. Nicht so viel rumbrüllen. Hol ich mir den nächsten Feuerfest rein hier. So. Na, viel hast du doch nicht mehr. Na komm. Wieder ab. Jetzt will sie mich heute den ganzen Tag verarschen, oder was? Jetzt reicht's mir aber langsam. Ist ja schlimm hier. So.
Komm doch mal her. Meine Güte. Die will mich verarschen. Das ist alles. Die will mich einfach nur verarschen. Die sagt, du fährst noch nicht genug Schaden. Dementsprechend verarsche ich dich jetzt hier. Und wenn ich hier jetzt jedes Mal hinterher laufe, habe ich auch keine AP. Jetzt würde ich alles geben für eine Popcornmaschine. Oder meinen guten Kaffee. So. Aber auch nach langen Zetern. Gut. Aristokraten, Nudelholz. Dafür habe ich mich jetzt so abgemackert. Nee, eigentlich, um hier frei zu haben. So, jetzt schalten wir hier den Prime-Riss aber einmal frei, weil wichtig und so. Dementsprechend kriegen wir noch eine legendäre. Ey, ich habe doch nicht so viel Munition hier, oder was? So, du kriegst natürlich gleich dein Fett weg. Regeneriert, das ist auch schon. Haben nicht kein Ultrazit. Bin geradezu gefährlich jetzt hier. Jetzt kommt die nächste, die mich verarschen will. Duppi. Aber ich habe wenigstens schon mal die verglasten Höhlen. Wenigstens haben wir die. Sturmgewehr mit Schütze. Ja? Wo bist du denn da oben? Gut. Schrei bitte nicht in meine Richtung. Ich bin nämlich noch nicht klimatisiert hier. Na komm. Achso, ich bin überladen und ich renne hier die ganze Zeit rum. Bin versteckt. Warte auf meine AP. Sitzen bleiben und ausstimmen. So. Cool, lass mich in Ruhe. Mit dir habe ich jetzt nichts zu tun. Na komm. Ich würde ja gerne das Gleisgewehr nehmen, aber dann schreit sie nur noch rum. Schreit ja so schon genug rum. Und nervt. Jetzt hätte ich gerne mein Gewehr gehabt. Das verbraucht ein bisschen weniger. Ich wollte halt auch ein bisschen Muni mal wieder schreddern. So. Giftangriff. So, komm her. Will das nicht mehr. Ich bleib hier sitzen. Ich bin jetzt eisern. Und wenn ich jetzt noch 100 Stimpaks mehr benutzen muss, das stört mich nicht. Die farm ich mir gleich wieder rein. Mach dir mal keinen Kopf. So. Gut. Jetzt müssen wir aber langsam mal gucken, dass wir dementsprechend leer machen. Damit wir uns wieder ein bisschen bewegen können. Und ich habe was vergessen, was einzustellen. Oh, oh, oh. Hier eine Brandbestie. Sage mal. Wir haben heute Brandbestien Overtime. Gut. Ich muss mal kurz. Wir sind jetzt gerade versteckt. Ich habe nämlich was vergessen umzustellen. Nee. So. Einmal richtig rüber. So. Außenposten Delta. Und jetzt holen wir uns hier nochmal einen Wendigo. Der hat wenigstens Schrauben dabei. Wann cool. Dann hör dich doch schnaufen. Da oben. So. Ein Wendigo in Ehren kann einer verwehren und jetzt ist der runtergefallen. Auch noch.
Pech kann man denn heute haben? Gut, ich nehme hier aber jetzt nochmal die Armeetäschchen mit. Seit wann steht da keine Power-Rüstungsstation mehr? Das ist mir noch nie aufgefallen. Seit wann steht denn da keine Power-Rüstungsstation mehr? Die stand doch eh und je da. Reels, ich wollte jetzt eigentlich hier schnell verwerten und so. Und mich jetzt hier nicht mit den Sumpfghoulen hier auseinandersetzen. Super. Gut, seit wann steht da keine Power-Rüstungsstation mehr? Die Kochstation ist auch weg. Entweder habe ich jetzt einen schlechten Server erreicht oder... Sag mir nicht, ich muss jetzt nochmal gegen eine Brandpiste antreten. Da habe ich ja jetzt nicht so wirklich Lust zu. Sonst hole ich mir gleich wenigstens... Na gut, ich habe nur 2 Punkte in Endurance. Dementsprechend kriege ich Feuerfest leider nicht auf 3. Und die andere hängt da hinten sogar noch im Bunker fest. Oh, 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 oh. Gut, jetzt muss ich hier halt einen Heidenumweg machen, weil ich wollte einmal noch mal kurz nach Hause. Oh, solange die da hinten hängt, ist mir wurscht. Ich will aber trotzdem mal überlegen, die nur kalt zu machen, weil ich es kann. Und weil ich es muss. Noch eine legendäre. Wenn man legendäre Gegner sucht, dann findest du keinen. Wenn du keine haben willst, weil sie mehr Schaden machen oder so, dann hast du sie permanent an der Hacken. Ich wollte hier schnell und Co. durch und jetzt muss ich hier... Die ist jetzt nicht wirklich neben mir gelandet. Sag mal, bist du jetzt auch noch ein Jeck oder was? So, wenigstens bin ich jetzt gerade frei von Mobilitätsproblemen. So, den darf ich jetzt nicht außer Acht lassen. Gut. Na, viel fehlt dir doch nicht mehr. Nicht schreien. Erwischt mich halt trotzdem, ey. So, aber jetzt. Tschüss, und jetzt will ich wissen, was du hast. Boah, die fliegen immer so weit weg, wenn man die in der Luft zerschießt. Und nur noch am Hinterherrennen. Gut. Das ist nicht euer Ernst, dass da jetzt noch eine ist. Alter. Ich hab doch jetzt nicht so lange gebraucht, um hier 2, 3 Brandbestien zu jagen. Die spawnen doch nicht so schnell nach. Ist ja heute schlimm. Gut. Dann mache ich jetzt einmal kurz einen Abstecher nach Hause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit der verglasten Höhle wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.